Ja, herzlich willkommen zu den CATV News aus dem Januar bzw. Februar schon. Wenn es ein paar Nebengeräusche geben sollte, liegt es vielleicht am Gasherd, der mich wärmt. So, aus Deutschland, die Werte bei Nutzhanf. Die Bundesregierung passt die Grenzwerte für THC an, allerdings nur im Bereich Nutzhanf. Somit werden die Vorgaben auf nationaler Ebene, also dem EU-Recht, angepasst. Im Nutzhanfsektor tätige Unternehmen wie etwa landwirtschaftliche Betriebe können Nutzhanf mit einem THC-Wert von 0,3% in den Verkehr bringen, sofern sie auch die weiteren Voraussetzungen des Betäubungsmittelgesetzes erfüllen. Ja, bislang lag der Wert bei 0,2% THC. Der THC-Gehalt von Nutzhanf unterliegt natürlich Schwankungen. Durch einen höheren Grenzwert haben die Nutzhanfbetriebe nun auch einen größeren Spielraum. Zudem werden die Änderungen auch Anbau und spätere Vermarktung von weiteren Sorten ermöglichen. Ja, und noch eine Meldung aus Karlsruhe. Also nicht nur die Cannabis-Community, sondern auch die Politik schaut in den nächsten Wochen und Monaten gespannt nach Karlsruhe. Dort wird es unter Umständen, bevor die Bundesregierung ihren Gesetzentwurf zur Legalisierung vorlegt, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu der Frage geben, ob das strafbewährte Cannabisverbot überhaupt verfassungskonform ist. Diverse Amtsgerichte stehen auf dem Standpunkt, dass die entsprechenden Vorschriften im Betäubungsmittelgesetz verfassungswidrig sind. So liegen dem Gericht etwa Vorlagen des Amtsgerichtes AG Bernau, AG Münster sowie des Amtsgerichtes Pasewalk vor. Ursprünglich hatte sich das Bundesverfassungsgericht vorgenommen, dafür bereits 2022 zu entscheiden. Aber nach Auffassung der jeweiligen Amtsgerichte verletzen unter anderem die Paragraphen 29 Absatz 1, 29 und 31a BTMG, soweit sie den Besitz von Cannabisprodukten unter Strafe stellen, eine Vielzahl von Grundrechten und verfassungsrechtliche Vorgaben. Ja, auch wir hoffen, dass sich da was tut, weil dann hätte sich eventuell auch der Entwurf von Herrn Lauterbach vielleicht sogar erledigt. Ja, und zum Entwurf der Cannabis-Legalisierung, also Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD will Ende März seinen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Cannabis endlich fertigstellen. Im ersten Quartal, so denkt er, werden wir einen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Sein Ministerium arbeitet derzeit sehr intensiv an den Details. Das erweist sich als sehr schwierig. Wir müssen es so machen, dass es gut funktioniert, dass es aber auch für die EU-Kommission genehmigungsfähig ist. Der Minister rechtfertigt erneut das umstrittene Vorhaben der Ampel. Wir haben eine Situation, die sich stetig verschlechtert. Es muss jetzt etwas passieren, so Lauterbach. Also derzeit würden immer mehr Kinder und Jugendliche abhängig. Es gebe Verunreinigungen und die Drogenkriminalität nehme zu. Und mit der geplanten Legalisierung sollten nicht nur Kinder und Jugendliche besser geschützt werden und die Drogenkriminalität zurückgedrängt werden, sagte der SPD-Politiker. Das bewegt nun immer mehr Leute, auch in Cannabis-Unternehmen zu investieren. Der Schauspieler Moritz Bleibtreu hat in einen Cannabis-Händler investiert. Wie man aus Frankfurter Kreisen berichtet, zahlten Bleibtreu sowie drei weitere Investoren aus Deutschland und den USA mehrere Millionen Euro in das Unternehmen namens Bloomwell Group ein. Bleibtreu selbst soll einen sechsstelligen Betrag in das Unternehmen investiert haben. Er selbst glaube an die Wirkung der Pflanze. Die Cannabispflanze kann vielen Menschen helfen, ein besseres Leben zu führen, so der Schauspieler gegenüber einer Zeitung. Bleibtreu setzt sich bereits seit Jahren für die Cannabis-Legalisierung ein. Ja, und Hongkong wehrt sich. In Hongkong ist am Mittwoch nämlich ein Verbot von Hanfprodukten mit CBD in Kraft getreten. Also egal ob für den Besitz, Handel oder die Produktion, fallen damit harte Strafen an. Also Unternehmen in diesem Bereich sind gezwungen zu schließen oder ihr Geschäft umzustellen. Die Zollbehörden in der chinesischen Stadt und Sonderverwaltungszone hatten jüngst daran erinnert, dass CBD von Anfang an als eine gefährliche Droge angesehen werde und gesetzlich entsprechend eingestuft sei. Ja, THC war in Hongkong bereits zuvor illegal und das nicht psychoaktive CBD durfte dagegen bislang gehandelt werden. Bars und Geschäfte boten es entsprechend an. Für das CBD-Verbot entschieden sich die Behörden bereits im vergangenen Jahr. Einwohner bekamen ab dem 27. Oktober 3 Monate Zeit, um sich ihrer CBD-Produkte in speziellen Boxen zu entledigen, die Stadt also irgendwo aufgestellt hatte. Ja. USA. Gericht verurteilt einen Paperhersteller.
Also HBI International, der Hersteller und Eigentümer der Zigarettenmarke Raw, wurde in einer Klage von Republic Brands, dem Eigentümer der konkurrierenden Zigarettenmarke OCB, des unlauteren Wettbewerbs wegen falscher Anschuldigungen für schuldig befunden. Das USA-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois untersagt HBI dauerhaft, bestimmte Behauptungen über seine Produkte aufzustellen und wies HBI an, Aktivitäten, die nicht der Anordnung des Gerichts entsprachen, sofort einzustellen. Das liegt daran, dass die Produkte des Unternehmens schließlich weder aus Hanf noch in Alcohol hergestellt, weder unraffiniert sind und die Raw Foundation möglicherweise gar nicht existiert. Und noch eine Meldung aus den Staaten. Gras verdrängt gefährliche Opiate. Oh Wunder, in den Bundesstaaten, in denen der Freizeitkonsum von Cannabis erlaubt ist, sinkt die Nachfrage nach verschreibungspflichtigem Codein. Das zeigt eine Untersuchung von Forschern der Universität of Pittsburgh und der Cornell University. In den dortigen beiden US-Staaten ist Cannabis in kleinen Mengen erlaubt. Dieser Vorteil der Legalisierung von Cannabis ist bisher übersehen worden. Die wichtigste Erkenntnis, der Codeinbezug aus Apotheken geht nach Cannabisfreigabe um bis zu 37% zurück. Bei Krankenhäusern sind die Auswirkungen dagegen eher minimal. Also unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Freizeitkonsum von Cannabis den Ersatz für Codeinmissbrauch sein könnte, vermutet der Pittsburgher Forscher Coleman Drake. Also die Verbesserung des legalen Zugangs zu Cannabis könnte einige Verbraucher von Opiaten weg hin zu Cannabis bewegen. Also alle Substanzen bergen einige Risiken in sich, aber der Konsum von Cannabis ist weniger gesundheitsschädlich als die nichtmedizinische Verwendung von Opiaten. Ja, und Twitter erlaubt nun bedingt Werbung. Der Blogging-Dienst Twitter erlaubt in den USA und Teilen Kanadas eingeschränkte Cannabiswerbung durch lizenzierte Unternehmen. Also Konsum und Wirkung der Droge dürfen jedoch nicht sichtbar sein. Auch Minderjährige oder schwangere Models, bei Kindern beliebte Berühmtheiten sowie Werbung in Gegenden, wo Cannabis noch illegal ist, sind verboten. Cannabis ist immer noch in 29 Bundes-US-Staaten illegal. Um die Einhaltung der Auflagen müssen sich die Werbetreibenden selbst kümmern. Für kanadische Anbieter ist eine Lizenz von Health Canada vorgeschrieben. Ja, es wird berichtet, dass Twitter seit Herbst die Hälfte seiner 1000 Top-Werbekunden verloren hat. So schließt das Unternehmen eine Ausweitung der Cannabis-Werbung auf andere Länder, sofern möglich, nicht aus. Allein in den USA hat Twitter, glaube ich, rund 77 Millionen User in Regionen, in denen Cannabis legal ist, erscheinen auch mehr Tweets zu dem Thema. Wann wird es wohl bei uns soweit sein? Das ist halt die Frage. Und es gab sogar jetzt auch noch einen tollen Job zu vergeben. Ja, und zwar mit einem der größten Unternehmen im Bereich des medizinischen Cannabis in Deutschland ist Cannamedical Pharma. Wie bei pharmazeutischem Produkt üblich, hat die Sicherstellung der Qualität für Patienten bei denen oberste Priorität. Und um die Qualität der eigenen Produkte noch weiter auszubauen und den Ansprüchen der Patientin gerecht zu werden, schafft das Unternehmen die Position eines Cannabis-Sommeliers. Also es sollen in Zukunft Experten, dieses Connoisseur, sollen zukünftig die bereits angebotenen Kultivare bewertet, überprüft sowie die potenziellen neuen Produkte ausgewählt werden. Zusätzlich zu den klassischen Anforderungen wie EU, GMP, werden wir zukünftig auch weitere Faktoren in die Auswahl neuer Strains einbeziehen. Wir halten es zumindest für eine gute Werbekampagne und wünschen uns natürlich eine ganze Menge solcher Jobangebote. In diesem Sinne, bleibt gesund, abonniert uns bitte. Wir freuen uns natürlich auf eure Unterstützung und natürlich auf eure Kommentare. Bis dahin, baba.